Das Wort hat nun die Kollegin Dr. Petra Sitte für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Projektgruppe Medienkompetenz haben wir es anders als beispielsweise in der Gruppe Urheberrecht tatsächlich über weite Teile geschafft, mit den Sachverständigen wirklich inhaltsorientiert und konsensual zu arbeiten. So sehe ich es zum Beispiel als großen Fortschritt an, es wurde ja schon erwähnt, dass wir Jugendmedienschutz nunmehr von einem neuen Ausgangspunkt denken. Weg vom vormundschaftlichen Verbotsdenken gegenüber Jugendlichen hin zu mehr Vertrauen auf die Fähigkeiten von Jugendlichen, Medien sinnvoll und selbstbewusst nutzen zu können. Praktisch heißt das dann eben auch, Altersfreigaben von Filmen oder Spielen für Jugendliche im Netz in Frage zu stellen und daraus keine Glaubenskämpfe zu machen. Meine Damen und Herren, bei altersgerechter und interaktiver Medienbildung, Herr Brüderle, wäre es möglich, dass Sie vielleicht mir Ihre vordere Seite zuwenden? Jetzt geht er sogar. Schade, gerade bei der Debatte. Praktisch, meine Damen und Herren, bei altersgerechter und interaktiver Medienbildung wird zumeist an Kinder und Jugendliche zuerst gedacht. Nachholbedarf, das haben die Diskussionen in der Mediengruppe vor allem gezeigt, haben vor allem ältere Generationen. Gerade Erwachsene müssen sich permanent im Umgang mit digitalen Medien fortbilden. Und wie die CDU, insbesondere Herr Altmaier, jeweils dokumentiert, können dazu sehr schöne Erlebnisse erzählt werden. Und Herr Altmaier hat es ja wunderbar zelebriert, wie man sich das Netz erobern kann in politischer Arbeit. Also auf diesem Weg können Ältere durchaus ihre Scheu vor immer neuen Geräten überwinden und sie interaktiv nutzen. Allerdings gibt es viel zu wenig Medienbildung im Forschungsbereich. Ich als Forschungspolitikerin begrüße daher ausdrücklich, dass die Internet-Enquete eine Stärkung der Wissenschaft in diesem Bereich einfordert. Meine Damen und Herren, wir waren uns auch noch relativ einig, dass Medienbildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet werden muss, sie aber in Deutschland einen noch viel zu geringen Stellenwert einnimmt. In der sogenannten Bildungsrepublik sind wir meilenweit davon entfernt, Medienbildung strukturiert und dauerhaft in unseren Bildungseinrichtungen anzubieten. Doch, meine Damen und Herren, wie fast immer, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, hörte dann die fraktionsübergreifende Einigkeit auf. Was meine ich damit? Medienbildung, meine Damen und Herren, kann nur funktionieren, wenn auch alle einen Medienzugang haben. Digitale Medien dürfen eben kein exklusives Spielzeug gut situierter Schichten bleiben. Deshalb muss auch oder müssen auch sozial schlechter Gestellte die Anschaffung und der Besitz von internetfähigen Endgeräten möglich werden bzw. realisieren können. Ich sage es noch einmal, auch wenn es die Kolleginnen und Kollegen von CDU, SPD und FDP nicht so gern hören und mir da nicht zugestimmt haben, ein paar Euro mehr beim Hartz-IV-Satz für den Internetanschluss nutzt nichts, wenn am Ende sich die Leute nicht mal einen Computer leisten können. Fazit, internetfähige Hardware muss künftig zum Existenzminimum in unserer Gesellschaft gehören. Einig waren wir uns allerdings in der Frage des Notebooks für jede Schülerin und jeden Schüler. Wenn wir es unabhängig vom Geldbeutel der Eltern schaffen, diese Notebooks jeweils in den Schulranzen zu bekommen, wäre das eine richtig gute Sache. Und in vielen Ländern geht das ja längst. Wie visionär so ein Projekt ist, zeigt beispielsweise, dass die KMK das letzte Mal vor 4 Jahren eine Erhebung angestellt hat zur IT-Ausstattung deutscher Schulen. Und natürlich dürfen Schülernotebooks nicht auf geschlossene Betriebssysteme oder auf bestimmte Programme eingeschränkt werden. Natürlich müssen Lerninhalte auch offen und flexibel gestaltet werden. Und natürlich brauchen wir digitale Schulbücher. Warum sollen Kinder und Jugendliche kiloweise Papier durch die Gegend schleppen, wenn wir Lernmaterial digital anbieten können? Lernmaterial übrigens, das Lehrerinnen und Lehrer in der Unterrichtsvorbereitung also kollaborativ gemeinsam sozusagen erstellen und jederzeit aktualisieren können.
Das wäre natürlich auch dabei dann nur möglich, wenn wir es endlich schaffen, das Urheberrecht an diesem Punkt anzupassen. Und wir warten bis heute auf den dritten Korb der Urheberrechtsnovelle. Deshalb muss diese Verzögerung der Urheberrechtsnovelle aufhören, müssen diese Änderungen im Bildung- und Wissenschaftsbereich erfolgen. Alles andere würde bedeuten, Wissenspotenziale des Internets fahrlässig auszubremsen. Meine Damen und Herren, die Projektgruppe Medienkompetenz hat für die Online-Offensive durchaus gute Vorschläge gemacht. Und die Linke beispielsweise hat nun ihre Reformvorschläge für das Urheberrecht, wie beispielsweise Bildungs- und Wissenschaftsschranke oder die Förderung von Open Access, längst in den Bundestag eingebracht. Hier wie dort darf die Regierung kopieren, 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 und sie muss deswegen nicht einmal zurücktreten. Ich bedanke mich. Das Wort